Das Musiversum im Fellmeiergarten wurde in den letzten Jahren zur umfassenden Kunsteinrichtung. Auch dieses Jahr hatten sich die Organisatoren rund um Christine Pahl wieder einiges einfallen lassen. In der Kölner Gossen, die ganz gewalt Fossen, sitz ich ganz verlassen auf ein Stein. Und es wär ein Frutscherl, sollt's es alle hören, alle sagt's es Trutscherl. Wir haben wirklich ganz heute sehr viele Besucherinnen und Besucher hier. Das gefällt mir besonders gut. Das ist wirklich toll. Es ist seit 2008 haben wir das Musiversum auch schon fast als Institution, möchte ich einmal meinen, hier in Schwechat. Es ist ganz viel von den Künstlerinnen und Künstlern in der Freizeit gemacht, unentgeltlich gemacht. Das heißt, diese Stimmung, die wir heute haben, das haben sie sehr toll hinbekommen, gemeinsam mit der Stadtgemeinde, mit dem Kulturreferat Christina Basaffa-Pahl. Und heute als Highlight haben wir unsere Schülerinnen und Schüler der ASO hier. Die haben jetzt gerade eine tolle Darbietung gemacht. Das habe ich ganz besonders toll gefunden. Und ich freue mich auch, dass ich die letzten zwei Male jetzt auch als Kulturstadträtin hier stehen darf beim Musiversum. Das finde ich ganz toll und ich glaube, es ist extrem wichtig, wie gesagt, einfach weil es verbindet auch. Kultur, Kunst, Musik, all das verbindet uns Menschen. Wir können uns gut hineinversetzen. Jeder findet ein bisschen ein Genre für sich auch in all diesen Dingen, in diesen Genres, und das finde ich extrem wichtig. Wie sieht es bei Ihnen persönlich mit der Kunst aus? Ich bin eine sehr leidenschaftliche Kunstgeherin, das heißt, ich bin eine Besucherin aller künstlerischen Ausstellungen oder vieler künstlerischen Ausstellungen. Ich selbst bin leider künstlerisch nicht sehr begabt, musisch auch nicht begabt, aber wie gesagt, ich glaube, die Künstler leben auch von den Besucherinnen und Besuchern, und so eine bin ich. Die Idee des Musiversums finde ich genial, und es gefällt mir auch sehr gut, dass es immer weiter wächst. Es gibt da Visionen, das noch weiter wachsen zu lassen, nämlich an Tagen, an den Anzahl der Tagen, vielleicht sogar von Freitag bis Sonntag, nahezu durchgehend, mit noch einem größeren Spektrum an Künstlern. Aber ich freue mich sehr, dass dieses Projekt läuft, Gott sei Dank schon seit sehr langer Zeit läuft und hoffentlich noch sehr lange laufen wird. Ich habe nur Gast, sage ich mal. Morgen bin ich engagiert ich zeige und verkaufe Tonobjekte und seit kurzem auch Drechselobjekte. Und wir machen das Projekt mit der Silvia Obler gemeinsam, Freude an Farbe, Farbe der Freude, wo sehende und nicht sehende Personen Keilrahmen, Bilder bemalen können, die dann in weiterer Folge zu einem großen Mosaik zusammengefügt werden und im Rathaus ausgestellt werden. Heuer ist anders, dass hier bei der Vernissage im Himmel, bei der Ausstellung im Himmel, noch mehr Künstler mitmachen. Neu dabei, neben der Fotogruppe und der Wallhofgruppe, sind die Eva Munk, die gerade im Rathaus ausstellt mit ihrem Partner Heino Buck. Neu hier dabei ist auch Max Rauch, und neu konkret sind zwei ganz besondere Projekte, nämlich die Fotogruppe ist nicht nur hier im Himmel vertreten, sondern die ist hinausgegangen in die Natur, in den freien Raum mit einem blauen Himmel über uns. Und hier können wir eben die angesprochene Freiluftgalerie der Fotogruppe Schwechat bewundern. Die Freiluftgalerie war eben eine Idee, hinauszugehen, auf die Leute zuzugehen, und diese Bilder in den Bäumen, das ist einfach eine sehr originelle Idee, die auch viel technisches Know-how erfordert hat, und das ist umgesetzt worden. Technisches Know-how in der Hinsicht, dass es auch Unwetter möglichst übersteht. Also es hat bei einer Fotokünstlerin sogar den schweren Hagel überstanden, dass es einfach hier im Garten geeignet ist, eben witterungsbeständig zu sein, und es wird auch ein bisschen länger als das Musiversum noch zu bewundern sein. Überwältigt, weil es so tolle Fotografien sind teilweise. Mit manchen kann ich nicht so viel anfangen, aber die meisten sind wirklich ganz tolle Bilder. Heute ist überhaupt so ein schöner Tag, also da passt es super gut, dass man da mal die Bilder so im Freien sieht und sie sich bewegen. Es bringt Bewegung rein.